Man redet immer so viel von Integration. Wie war das denn damals für dich? Du hast ja wahrscheinlich Japanisch nicht sprechen können, geschweige denn lesen. Ja, wir hatten einen Dolmetscher. Einen Dolmetscher für einen Trainer, einen für uns Spieler. Ja, das war in Ordnung. Wir haben uns mit den Spielern auf Englisch unterhalten, so gut es ging, so wie wir es konnten, wie die Spieler es konnten. Das hat alles funktioniert. Das war eigentlich kein großes Problem. Das einzige Problem war, ich habe irgendwann mal nach 6 Wochen zum Dolmetscher gesagt, sag mal, wenn wir unterwegs sind oder überhaupt, warum reden denn die Spieler so wenig mit uns oder warum kommunizieren die nicht mit uns? Und dann hat er nur gesagt, ja, die haben Respekt vor euch. Ihr seid, Guido und ich waren ja da, Michael Rummenigge war schon ein halbes Jahr früher, ihr seid Weltmeister und die haben irgendwo eine Hemmschwelle, die trauen sich gar nicht, euch anzusprechen. Dann sage ich, gut, das muss man ja irgendwie ändern. Dann habe ich die ganze Truppe zu mir nach Hause eingeladen, mit Frauen, mit Kindern. Ich hatte natürlich da eine riesen Wohnung für japanische Verhältnisse. Ja, und dann haben wir so einen geselligen Nachmittag gemacht. Das ging dann bis in den Abend rein mit deutschem Essen und Bier. Und dann war der Bann gebrochen. Und der Respekt war weg? Nein, Respekt war schon da. Der ist heute, glaube ich, noch da. Aber das war so eine Situation. Und dann haben die gesehen, ja, der ist ja auch normal. Und ja, und von da ab war das irgendwo, hat es dann noch mehr Spaß gemacht. Hattest du damals ein bisschen die Sprache lernen dürfen, lernen müssen? Weil man sagte hier immer, die Ausländer sollen Deutsch lernen. Wie war das damals? Japanisch ist nicht so einfach. Man sagt ja deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe auf dem Hinflug zufällig mit dem Litti in einem Flieger gesessen. Litti war ja auch schon unten und wir kannten uns ja von Köln, Nationalmannschaft, sind sehr gut befreundet gewesen. Und er sagt, er hat jetzt ein Jahr gebraucht, um Japanisch zu lernen, um sich zu verständigen und, und. Für mich war das kein Thema, Japanisch zu lernen in dem Sinne. Ich habe mich darauf konzentriert, dass ich relativ schnell das, was ich tagtäglich brauchte, an Aussagen, an Wörtern, das habe ich relativ schnell gelernt und dementsprechend in Verbindung mit Englisch, das ging eigentlich ganz gut. Und wie war das mit der japanischen Küche? Sehr gut. Ich mag zwar kein Sushi, aber es gibt genug andere leckere Sachen in Japan und man hatte ja immer auch die Möglichkeit, wenn man in die Innenstadt gefahren ist, man hat immer die Möglichkeit gehabt, auch irgendwas Europäisches zu kaufen, was eigentlich ja gar nicht nötig war.